you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. So, dann hoffen wir mal, dass das alles hier funktioniert. Ja, gab es jetzt wieder mal ein bisschen hier und da ein paar Frame Drops, aber das ist man ja leider mittlerweile hier schon auf dem Twitch-Kanal Demon Gamer X Live hier gewohnt. Und an dieser Stelle begrüße ich euch alle ganz herzlich hier zu einer netten kleinen Session hier auf dem Twitch-Kanal. Und ja, ich hoffe und freue mich insbesondere, dass ihr wieder live eingeschaltet habt oder. Naja, wenn ihr das aus zeitlichen Gründen nicht hinkriegen solltet, dann könnt ihr euch das Ganze dann nachher als VOD dann auf Twitch nachschauen. Die ist dann für 7 Tage hier auf meinem Twitch-Kanal verfügbar. Und wenn diese dann abgelaufen ist, lade ich dann die ungeschnittene VOD-Version dann auch auf meinem YouTube-Kanal Demon Gamer XP hoch. Also von daher lohnt es sich auch hier auf meinem YouTube-Kanal einen kleinen Blick reinzuwerfen und da vielleicht mal so ein kleines Abo dazulassen, um keine weiteren Uploads, Live-Aufnahmen und Livestreams hier zu verpassen. So, Eigenwerbung jetzt an dieser Stelle zu Ende. Ja, schön, dass ihr mit am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet bis dahin einen schönen Feiertag gehabt. Ne? Heute ist der Tag der Arbeit, also von daher für die meisten von uns war es ja ein arbeitsfreier Tag, ne? Kann man so schön sagen. Ja, neben den ganzen Demos, die es hier irgendwie gefühlt überall stattfinden, habe ich es mir diesmal zur Aufgabe gemacht, euch mal ein bisschen hier so abzulenken vom Alltag. Und ich hatte leider tatsächlich jetzt nicht unbedingt frei gehabt. Also ich hatte das große Pech dieses Jahr, dass ich da gestern in die Nachtschicht rein musste und dann in den Feiertag reinarbeiten musste. Und ja, das Schöne ist, ich darf dann morgen früh wieder antreten. Also von daher habe ich ja von dem Feiertag leider nichts übrig. Und ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne mal in den Stream-Chat reinschreiben, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, was ihr denn so an dem Tag gemacht habt. Ne? War ja auch jetzt nicht das schlechteste Wetter, muss man sagen. War, denke ich mal, ein ganz gutes Wetter. Und soll ja auch dementsprechend die nächsten Tage so sein. Ne? Also von daher freue ich mich über jede Art von Kommunikation und Interaktion auch von eurer Seite aus. Und schön, dass ihr dementsprechend am Start seid. Ja, heute machen wir mal wieder eine kleine Runde Diablo 2 Resurrected. Ich dachte mir, warum nicht, weil ich habe da auch jetzt ein bisschen Lust drauf wiederbekommen, da nochmal weiter zu machen. Beziehungsweise ich habe es mir auch jetzt vorgenommen, dieses Twitch Let's Play Projekt oder Livestream Projekt, nennt wie ihr es ja auch wollt, auch mal langsam abzuschließen und beziehungsweise dieses dann auch komplett fertig zu machen, damit wir dann dementsprechend Platz haben für ein neues großes Livestream-Projekt, was ich jetzt natürlich noch nicht ankündigen möchte, weil ich mir noch keine Pläne gemacht habe, aber es wird dann definitiv irgendwas kommen. Ne, und wer dann auch im Stream- und Aufnahmeplan gut aufgepasst hat, nebenbei gibt es hier den Link zu meiner Homepage direkt auf der Kanalstartseite meines Twitch-Kanals. Ne? Da könnt ihr mal gerne reinklicken, wenn ihr möchtet. Da gibt es hier den aktuellsten Stream-Aufnahme- und Upload-Plan für diese Kalenderwoche. Und wer gut aufgepasst hat, der wird ja wahrscheinlich gesehen haben am Samstag. Ist zwar jetzt natürlich in grüner Schrift markiert, was so viel bedeutet, wie dass es voraussichtlich stattfinden könnte, aber die Chance besteht, dass
Sekunde. Mal kurz hier. Ja, eine kleine Schmeißfliege mal weghauen. Nee, wer da gut aufgepasst hat, der wird hier gesehen haben, dass da ein Slot eingeplant ist, wo aber kein Let's Play oder beziehungsweise kein Spiel aufgeführt ist, kein Format aufgeführt ist, sondern einfach nur Fragezeichen drauf stand. Das vielleicht wohl zu bedeuten haben könnte, weiß keiner, außer ich. Und dementsprechend, wenn es stattfinden sollte in diesem Samstag, das steht noch nicht zu 100% fest. Das hängt wie immer davon ab, ob ich da an dem Tag auch Zeit habe oder nicht. Meistens sind die Livestreams, die ich immer auf Twitch mache, eigentlich eher so spontan, wenn ich da dementsprechend irgendwie so ein Zeitfenster frei habe, wo ich da mal ja eine Runde reindeifen kann. Ja, lasst euch da an dieser Stelle überraschen. Und ich hoffe mal, dass das cool wird, je nachdem, was dann auch dementsprechend kommt. Und ja, aber genug der Worte. Jetzt widmen wir uns mal wieder einer netten kleinen Runde Diablo 2 Resurrected. Wir wollen heute mal ein bisschen vorankommen, auf jeden Fall. Ne? Wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem Horadrim-Stab. Wir haben ja schon 2 von 3 Teile uns gesnackt und jetzt machen wir dementsprechend hier uns dran, ja, das dritte Teil ausfindig zu machen und diese dann natürlich zusammenzufügen, um dann das Grab von Tal'Rasha betreten zu können. So steht es jedenfalls in meinen Notizen. Naja, ihr müsst ja auch bedenken, ich habe den letzten Livestream da, keine Ahnung, vor 3 Wochen oder so gemacht. Also ist auch wieder mal ein bisschen länger her. Ursprünglich war das Ganze hier eigentlich letzte Woche geplant gewesen, aber das hatte mal wieder aus zeitlichen Gründen nicht gepasst. Irgendwie ist das auch mittlerweile irgendwie schon so eine Gewohnheit geworden, wenn ich da immer in Livestream auf Twitch geplant habe, dass das Ganze hier irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert. Und ich habe mir auch irgendwie vorgenommen, da auch ein bisschen eher strikter auch mit meinen Zeitplänen und generell auch so ein bisschen mit meinem Zeitmanagement umgehen zu wollen und dementsprechend weniger Ausfälle hier ja, zu begünstigen bzw. herbeizurufen. Aber die letzte Woche ging halt tatsächlich nicht, weil ich da auch Besuch hatte. So, und das war eigentlich der Grund, warum dieser Livestream dann auch an dem Tag ausgefallen ist. Ne? Das war ja für letzte Woche Freitag geplant gewesen, sofern es mich nicht täuscht. Aber ja, das ist ja meistens immer so ein bisschen aus dem Puffer geschuldet, wenn ich dann dementsprechend Zeit habe oder nicht. Ja, und ehe ich das Ganze vergesse, The Hacker's Choice hat ja jetzt kürzlichst hier den Twitch-Kanal gereinsubbt oder reingesubbt. Ja, man kann, glaube ich, das reingesubbt, ne? Ich glaube, reingesubbt ist ein bisschen besser. Vor 4 Tagen erst einmal ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass du einen Sub dagelassen hast. Ja, und hoffe, du hast dementsprechend Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung hier auf dem Twitch-Kanal. Und ja, auch wenn da hier natürlich jetzt nicht so viel los ist, weil primär ist ja mein YouTube-Kanal Demon Gamer XP eigentlich so mein Hauptkanal, wo ich da die meiste Zeit hier aktiv dabei bin. Der Twitch-Kanal ist eigentlich so nebenbei, wenn ich dann so zwischendurch was habe. Obwohl ich eigentlich den Twitch-Kanal auch in nächster Zeit so ein bisschen aktiver betreiben möchte. Ja, ich weiß, das habe ich ja auch schon vor 2-3 Monaten schon so gesagt. aber ich habe da noch Pläne auf jeden Fall, was ich mit diesem Kanal denn so eigentlich noch alles machen möchte. Und für mich war es ja erstmal wichtig, gerade nach meinem Umzug da auch erstmal, ja, mich auf einen Kanal zu fokussieren. Und das war dementsprechend jetzt der YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und ja, jetzt könnte man jetzt den Shift so ein bisschen mehr immer in Richtung Twitch-Kanal hier wandern lassen. Je nachdem. So. Ja, ich hoffe, ihr seid soweit. Ich würde dann auch vorschlagen, dass wir dann auch direkt ins Spiel einsteigen und wir springen mal direkt von einer Szene in die nächste rüber und ich hoffe mal wirklich, dass das alles hier funktioniert. Ne? Ich kann da gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. So, einmal ins Gameplay. Ey, ich weiß nicht, also es ist immer so mittlerweile so ein leidiges Thema, was das hier betrifft in Sachen mit der Frame-Render-Zeit. Also wobei ich aber auch hier jetzt an der Stelle sagen muss, bezüglich dieser Frame-Render-Zeit ist es tatsächlich jetzt ein bisschen besser geworden. Ich habe gegenüber dem letzten Livestream da einige Anpassungen vorgenommen. Wie ihr hier und da vielleicht mal aus meiner Stimme heraushören könnt,
habe ich da einige Parameter an mein Mikrofon angepasst, so dass da noch mal ein bisschen weniger Nachhallgeräusche hier von mir zu hören ist durch meinen Raum, beziehungsweise dass die Stimmlage oder die Stimme, meine Mikrofonstimme, ein bisschen tiefer klingt, so ein bisschen basslastiger nenne ich das Ganze mal. Auch hier würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn ihr dann diesbezüglich in den Chat reinschreibt, ob das soweit mit dem Mikrofon in Ordnung ist, ob das von der Videoqualität her in Ordnung ist, ob das Material, was ich euch im Gameplay zeige, soweit alles in Ordnung ist, weil ich habe tatsächlich jetzt, und das werde ich auch in Zukunft so machen, den Creator Dashboard nicht mehr offen. Ja, das habe ich damals immer gehabt, dass ich das immer offen gelassen habe, aber jetzt mache ich das tatsächlich in dem Fall gar nicht mehr, weil ich doch festgestellt habe, dass gerade der Creator Dashboard, wo ich da mal den Task Manager rausgeholt habe, doch ziemlich viel RAM frisst. Und ich sag's mal so, mein Arbeitsspeicher ist ja auch ziemlich limitiert, was das angeht. Und also was heißt limitiert? Ne? 16 GB ist ja jetzt eigentlich auch nicht so wenig. Also damit könnte man ja eigentlich ganz gut streamen. Nur, naja, ne, wenn du halt so unnötige Programme noch nebenbei offen hast, dann ist es eigentlich, muss man ja auch sagen, irgendwo so ein bisschen überflüssig. Weil das ja doch Speicherfresser in dem Sinne sind. Und deswegen habe ich den jetzt auch zu. Ich habe ja alle anderen Docs bzw. Widgets, kann man ja auch mal bezeichnen, vom OBS habe ich dementsprechend auf. Mein Zweitmonitor habe ich dementsprechend am Laufen und so sehe ich ja auch alles. Ne? Ich sehe ja auch zum Beispiel jetzt hier oben, wenn ich mal so ab und an mal rüberschaue, ne, die FPS, die Frame-Render-Zeit, allem drum und dran. Ne? Das bedeutet auch hier diese kleine Anzeige da oben rechts, die ist jetzt auch hier verschwunden. Das war auch letztens bei den Live-Aufnahmen auf meinem YouTube-Kanal der Fall gewesen, dass die jetzt verschwunden ist. Und jetzt ist es hier dementsprechend genauso. Ich hoffe mal dementsprechend, dass da auch ein bisschen Performance eingespart werden kann. Das ist auch so ein bisschen das Ziel des Ganzen, ne? Dass ich da versuche, hier die ganzen unnötigen Quellen so ein bisschen rauszusortieren. Bestimmte Quellen nur einmalig anzeigen zu lassen, ne? Beispielsweise das mit dem Startbildschirm, dass er sich ja bei Deaktivierung dann komplett abschaltet und erst bei Reaktivierung wieder einschaltet, ne? Das spart vielleicht auch so ein bisschen Performance im Sinne des Standby-Verbrauches und so weiter und so fort, ne? Also ich bin am Tun und Machen. Ich glaube aber tatsächlich bezüglich dieser ganzen Szenenübergänge muss ich da nochmal gucken, ob ich da irgendwie noch was gelöst kriege. Ne? Wie gesagt, mit der Renderzeit ist es schon ein bisschen besser geworden auf jeden Fall. Es ist jetzt im Bereich von 5 Millisekunden, das ist vollkommen okay. Aber bezüglich der Szenenübergänge und gerade wo auch sehr, sehr viele Quellen geladen werden müssen innerhalb kürzester Zeit, denn da geht ja die FPS-Zahl ja doch schon gutes Stück flöten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es daran liegt, dass ich da auf meinem Stream Deck da noch jetzt nicht die aktuellste Plugin-Version habe oder im OBS das aktuellste Update habe. Meiner läuft ja momentan auf 29, wenn es mich nicht täuscht. Aber das ist momentan auch die Version, mit der OBS am besten auch mit dem Stream Deck und allem drum und dran, was da dazugehört, arbeiten kann. Ne? Also wenn ich da jetzt ein Update machen würde, dann ja, gehen dementsprechend andere Kleinigkeiten flöten, die ich dann noch so nebenbei installiert habe, weil ja, die dann wiederum nicht mehr kompatibel sind mit der OBS-Version, die man da selber auf dem Rechner hat. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, mir ist es auch bewusst, aber ich arbeite da schon wirklich sehr kontinuierlich dran, da ein bisschen was hier und da zu verändern. Ne? Weil wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal, wenn es halt darum geht, die Live-Aufnahmen zu machen, da habe ich diese Probleme komischerweise eigentlich kaum bis gar nicht. Und das ist hier irgendwie bei Twitch ein bisschen mehr der Fall. Keine Ahnung. Ne? Also vielleicht mag Twitch auch einfach meinen Kanal irgendwo auch nicht. Kann man irgendwo nachvollziehen. Oder natürlich auch nicht. So, ja, das so viel dazu. Ich würde aber mal sagen, wir springen einfach mal direkt rein. Soweit passt der Audiopegel hier definitiv. Ne, ich hoffe, Gameplay-Sound dürfte auch hier am Start sein. Da kann ich einmal mal einen kurzen Blick reinwerfen. Ja, die Audio scheint da aber auf jeden Fall hier zu funktionieren. Sehr schön. Und dann kann ich auch eigentlich ganz entspannt, nachdem alle Quellen hier mehr oder weniger gezeigt worden sind, hier in den Vollbildmodus rüberschöpfen und ja, dann machen wir dementsprechend hier weiter, wo wir stehen geblieben sind, und zwar mit unserer Assassinin Ivana sind wir immer noch in Loot Gulain unterwegs, beziehungsweise wir stecken immer noch in Akt 2 fest. So, da können wir ja mal das Ding jetzt auch laden.
Ich habe jetzt auch im Gegensatz zur letzten Livestream da die Sättigung jetzt wieder angepasst. Das hatte ich beim letzten Mal komplett aus den Augen verloren. Beziehungsweise habe ich das vergessen, da noch einzustellen. Jetzt dürfte die entsprechende Sättigung hier zu spüren, zu sehen, zu erahnen sein. Jetzt sind die Farben auf jeden Fall hoffentlich ein Tickchen lebendiger. Und man kann dementsprechend auch ein bisschen mehr Farbe unterscheiden. Und ja, aber wir beginnen wie immer ganz entspannt hier mit unserer Goldtruhe. Denn ich habe tatsächlich, als ich die VOD-Videos des letzten Livestreams hier hochgeladen habe, hat mir ein Zuschauer unter den Kommentaren geschrieben. Und das war eigentlich ein sehr, sehr guter Tipp, weil war mir zum Beispiel noch gar nicht bewusst gewesen, dass das möglich ist. Und zwar, ja, seht ihr ja hier, in der persönlichen Truhe habe ich ja Kohle, ja, beziehungsweise Gold, was ich hier eingelagert habe. Und das Ding ist, jedes Mal, wenn wir sterben, verlieren wir nicht nur Gold, was wir gesammelt haben, sondern wir verlieren einen bestimmten Prozentsatz auch aus der Truhe. Sprich, selbst wenn wir gar kein Gold haben, verlieren wir aus unserer Schatztruhe da einen gewissen Prozentsatz, ne? Und meistens sind das dann, glaube ich, irgendwie 10% oder so. Ist mir tatsächlich jetzt noch nicht so konkret aufgefallen. Ne? Man merkt da vielleicht, dass man da auch stand jetzt auch einfach ein bisschen Gold hier im Besitz hat. Aber er hat mir auf jeden Fall ans Herz gelegt, hier das Gold, was wir in unserer persönlichen Schatztruhe haben, hier quasi erstmal abzuheben und dass wir diese unter den geteilten Truhen platzieren. Das hat nämlich den Vorteil, dass wenn wir sterben sollten, ja, wir tatsächlich aus den geteilten Truhen kein Gold verlieren, ne? Das heißt, wir verlieren in dem Fall nur aus der persönlichen Truhe hier das Gold, was wir haben oder haben sollten, und dass wir das Gold, was wir einzahlen, dann in eines der geteilten Slots reinstecken, ne? Und wir sehen ja beispielsweise, dass wir hier überall immer 2,5 Millionen Gold maximal zur Verfügung haben, ne? Dementsprechend können wir dann beispielsweise sagen, okay, ich lagere jetzt hier in dem Fall das gesamte Gold ein. Ne, und dann seht ihr, ne, das ist dann im vierten Slot in der geteilten Truhe. So quasi, ne? Und hier steht das ja auch, das ist ja unter Offline-Charakteren geteilt, ne? Sprich, wenn man da zum Beispiel mehrere Chars hat, mit denen man offline spielt, dann, ja, hat man dementsprechend hier diesen Goldvorrat ja auch schon so zur Verfügung. War auf jeden Fall ein sehr cooler Tipp, von daher, Dankeschön schon mal, ja, für diesen Tipp dementsprechend, falls du das hier sehen solltest im Twitch. Wenn nicht, dann erläutere ich das dann gleich nochmal für die VOD-Zuschauer auf YouTube, ne, wenn ich dann dementsprechend nochmal kurz die Anmod mache. Aber ja, genauso selbiges geht ja auch hier für die ganzen Getränke und für die Waffen und Rüstungen, was wir hier in unserer geteilten Schatztruhe haben. Ne, dann können ja alle Charaktere darauf zugreifen. Ne, ich nutze das Ganze eigentlich eher so ein bisschen als Lagerplatz. Und ja, aber gerade was das Gold angeht, ist ja halt in dem Sinne interessant. Ne, und da kann man dann beispielsweise sagen, okay, ich nehme da auch jetzt so einen kleinen Prozentsatz mit. Wobei das hier jetzt ein bisschen schwierig ist, muss man sagen. Weil das schon ein bisschen lange dauert. Kann man da nicht irgendwie eine Zahl eingeben oder sowas? Jetzt muss man ja nicht allen Ernstes aber irgendwie warten, bis man, okay. Ja, dann dauert das ein bisschen. So. An Brit26, ich zock offline. Dauert ja mal richtig lange. Kann man da nicht irgendwie eine Tastatur eingeben oder sowas ähnliches? Tastatur einblenden lassen. Das wäre vielleicht ein bisschen spannender. Nee, das ist eigentlich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist ein Quality of Life Feature, den ich mir vielleicht mal so wünschen würde. So. Ich habe da jetzt einfach mal Steuerkreuz unten und linken Stick unten jetzt mit am Laufen. Zumindest läuft das ein Tickchen schneller. Ach, schade. Sonst hätte ich dir kurz geholfen. Alles gut.
Hätte ein paar Items, die ich nicht brauche. Oh, cool. Welche Items zum Beispiel? Frage ich jetzt nur aus Interesse. Weil Stand jetzt kann ich ja beispielsweise die höher leveligen Sachen nicht gebrauchen. Weil das ja mein erster Durchgang noch ist. Ey, es zieht sich auch die ganze Zeit. So, nehmen wir einfach mal... Komm, 25.000, dann passt das. So, dann lagern wir die mal in unserer persönlichen Truhe ein. Meine Güte, das ist doch jetzt mal ein Akt. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wenn wir jetzt hier einen vollen Satz von 2,5 Millionen haben. Übel, übel. Auch ein paar Low-Level-Sachen von Legendary bis Set-Items. Oh, nice. Boah, gerade Legendaries könnte ich ja einige gebrauchen, weil ich habe davon bisher noch nicht so viele sammeln können. Ich habe bisher nur zwei Sachen gefunden. Was irgendwie ein bisschen trauriger wert ist. Nö, aber wenn es für dich okay ist, wie gesagt, ich möchte mir das alles selber erarbeiten. Mit dem Char auch online spielen. Glaube nicht, weil dafür brauche ich ja Live-Zugang, oder? Können wir mal gucken. Ich meine, das müsste... Geht das? Oh, ich könnte sogar online spielen. Aber... Kann, glaube ich, hier nicht rüber switchen. Nee. Glaube ich, kann nicht wechseln. Die ist nur, offline spielbar. Leider. Aber danke für dein Angebot. So. Gucken wir noch mal kurz rein. Ich hab da eh noch ein paar Sachen, die ich gerne loswerden möchte. Was verkaufen. Ausdauerheilung. 10% Chance, wenn getroffen, Stufe 3 Kombo-Blitz auszulösen. Ja, dann nehme ich das auf jeden Fall mit der Ausdauerheilung. Kombo-Blitz habe ich ja schon bei dem ein oder anderen Item schon mit drin. Ansonsten kann ich ja einmal mal kurz einen Blick reinwerfen, ob da überhaupt irgendwas ist. Nee, das passt schon. Ja, ich merke auch schon, dass ich mittlerweile auch nicht mehr wirklich viel Platz habe in der Truhe. Aber wobei, hier habe ich ja zwei Spieße. Falls du morgen auf die zwei Lust hast, ich wäre am Start. Nett von dir. Morgen habe ich aber leider keine Zeit. Und wann der nächste Livestream dazu ansteht, das kann ich Stand jetzt auch noch nicht sagen. Aber ich überleg's mir. So. Okay, erstmal muss ich mir mal wirklich einen Überblick verschaffen. So. Habe ich irgendein Item doppelt vom Aussehen her? Ich glaube so auf den ersten Blick jetzt nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich teilweise hier schon in dem Slot hier gelbe Sachen schon habe. Ansonsten müssen wir einfach gucken, dass wir irgendwie mit den Sachen klarkommen. Ach, stimmt. Hier haben wir auch noch ein paar blaue Sachen. Okay. Ja, weil die hier keinen Platz mehr haben. Das ist auch cool. Oder nicht? Schauen wir mal. Ja, irgendwas, was ich hier reinschmeißen kann, ist jetzt die Frage. Den Gürtel hier beispielsweise. Also alles, was blau, gelb und weiß ist, kannst du verkaufen.
Ja, aber ich habe stand jetzt noch nicht so viele Legendary Items, so dass ich da irgendwie groß variieren kann. Ab Albtraum droppt massig von dem Zeug. Oh, auch gut zu wissen. Ja, aber ich glaube, diese ganzen blauen Sachen, die könnten wir aber auch tatsächlich verkaufen. Ja, aber schauen wir mal, je nachdem, wie viel ich da jetzt bei dem Game-Zeugs habe. So. Schauen wir mal sonst. Ja, die Schuhe können wir mal verpulvern. Da muss ich einmal eh schauen, ob ich da... Nein, ich möchte keinen Rat von dir. So, dass ich die einmal kurz loswerde. Und dann sollte es eigentlich passen. Bei ihr kann man da Sachen reparieren. Wie kann ich euch helfen? Boah, 50 Gold ist aber auch jetzt nicht sonderlich viel, aber auch nicht sonderlich wenig. So, gut. Dann dürfte ich eigentlich soweit fertig mit der Vorbereitung sein fürs Erste. Ich bleib da einfach mal bei. Ne? Also ich werde da jetzt nichts großartig an den Fertigkeiten oder so rumswitchen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Und ja. Und hol dir mal den Söldner aus Akt 2. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Das werden wir auch, denke ich, sogar machen. Und ja, ehe ich es vergesse, begrüße ich ja auch an dieser Stelle alle BOD-Zuschauer hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ja, ihr seid am Start für eine weitere kleine Livestream-Session zu Diablo 2 Resurrected. Ja, ich möchte euch ja natürlich auch nicht außer Acht lassen, weil diese BOD-Aufzeichnung wird dann anschließend auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden sein. Und ja, so wie es hier in dem Live-Chat geschrieben worden ist, würde ich auch vielleicht mal anfangen, mir tatsächlich hier einen Söldner zu holen. Insbesondere, das hatte ich auch schon im letzten Livestream überlegt. Nämlich einer, der uns heilen kann. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Aber so von den Angriffen her sind die alle ungefähr gleich, ne? Ich muss erstmal mal ganz kurz schauen, hat unsere Söldnerin da noch irgendwas, was uns nützlich sein könnte? Eigentlich nicht, ne? Na komm, aber nehmen wir mal alles hier raus von ihr. So, tschüss. Ich weiß, es ist ein bisschen trauriger Umgang jetzt mit ihr, aber war schön mit ihr, so. Und dann holen wir mal... Azrael, komm. Azrael ist ein schöner Name, den können wir uns mal holen. Ja, den holen wir uns. Und dann haben wir Pix. Sehr schön. Oh, der kann ja wenigstens heilen. Dann wollen wir mal gucken, dass wir ihn auch ein bisschen ausstatten. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe da noch nicht diesen Helm mit der Gütequalität, merke ich gerade. So, einmal. Nee, obwohl, den Helm können wir ja eigentlich bedenkenlos verkaufen. Der ist nichts Besonderes. Den Schuppenpanzer, da habe ich, glaube ich, eine bessere Version, genau. Und dann haben wir hier noch einen Kompositbogen der Fäulnis. Die ist jetzt aber auch nicht so besonders. Da möchte ich lieber doch die Sockeln behalten. Jeder Söldner hat eine andere Passive. Das ist mir klar. Nur für mich ist jetzt momentan wichtig, dass ich da jemanden habe, der mich heilen kann. Mit der Zeit. Weil ich habe da leider jetzt nicht so viele Ausrüstungsstücke hier am Start, welches mir Leben über die Zeit zurückgibt oder regenerieren lässt. Und ich spiele die Assassine jetzt auch nicht so, wie man die normalerweise spielen sollte. Eigentlich müsste ich ja so ein bisschen mehr auf Distanz gehen. Gut. Was kann der eigentlich hier so für Sachen nutzen? Was könnten wir ihm denn geben? Vielleicht so ein Spieß wäre ganz cool. Was hat er überhaupt erstmal für Attribute? 74 Stärke. Ja gut, das reicht dann. Dann kann er ja von mir aus hier diesen Spieß haben. Rüste ihn jetzt einfach nur mal so ein bisschen rudimentär aus. Also von daher euch nicht wundern.
Ansonsten, was haben wir denn noch, was wir ihm geben könnten? Mechanisches gehärtetes Leder. Hier haben wir nochmal gehärtetes Leder. Dann geben wir ihm den hier nochmal dazu. Und ich glaube ein Helm, wenn es mich nicht täuscht. War da nochmal, genau. Aber wir ihm ja trotzdem schon mal die Sachen geben. Danke. Ja, dafür doch nicht, Kollege. Danke. Ja, dafür doch nicht, Kollege. Der Azrael ist aber schon ein geiler Name hier. Doch. Helm. Haben wir irgendwas, was wir nehmen könnten? Eisenhut des Kompoblitzes? Eisenhut des Lichts. Geben wir ihm mal Kombo-Blitz. Oh, keine Ahnung. Ist ja auch schon mehr oder weniger dazu. Danke. Ja, dafür doch nicht. Ey, du brauchst dich nicht jedes Mal bei mir zu bedanken, wenn ich dir irgendein kleines Ausrüstungsstück dir zur Verfügung stelle, welches ich selber nicht mal brauche. So. Okay, Gebet kann er schon mal nutzen und das andere kann er auch nutzen. Das ist schon mal ganz gut. Hat der aber auch... Nee, er hat nur die beiden Fähigkeiten, so wie ich es sehe. So, von daher kriegen wir jetzt nichts mehr Neues freigeschaltet. Boah. Ich hoffe, Azrael wird uns da gute Dienste leisten. Ne? Also auf ihn setze ich da jetzt ziemlich große Erwartungen und ziemlich große Hoffnungen. Na gut, wie dem auch sei. Jetzt für die YouTube-VOD-Zuschauer unter euch erkläre ich euch jetzt mal den Plan, was wir machen werden. Und zwar werden wir ja natürlich jetzt hier mit Akt 2 fortfahren. Und zwar werden wir das letzte Puzzlestück des Horadrim-Stabs ausfindig machen müssen, damit wir ins Tal-Rashas Grab kommen. Darf ich dir einen Link schicken? Da findest du alle Runenkombinationen. In eine Vierfachsockelwaffe von deinem Söldner. Ist auch extrem wichtig, dass du dich an die Reihenfolge hältst. Okay, ausnahmsweise gebe ich dir die Erlaubnis. Normalerweise ist das in den Chatregeln integriert, dass es nicht erlaubt ist, aber mach das mal bitte. Sich auch noch an die Reihenfolge hält. Was ist das denn schon wieder hier für eine Logik? Ich hoffe, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, wenn man hier diese sammelt, sondern nur das mit dem Horadrim-Würfel. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das mache.